Servus Leute, zurück zu Let's Play Chained Echoes. Wir haben das letzte Mal Skotara-Gebirge entdeckt, beziehungsweise sind durch den Tempel der purpurnen Flamme hier reingekommen. Hier sollten eigentlich Banditen rumstreuen, nicht wahr? Nicht wahr? Außerdem, ich war jetzt unten links im Gebiet mal, da war, also man hätte gleich vom Spawn oder von der Höhle da direkt dorthin gekommen. Da ist ein Händler, mehr ist da nicht. Ist okay. Dann hier geht direkt nach links ein Weg in das linke Gebiet. Da waren wir, glaube ich, beim letzten Mal schon. Was ich auch gemacht habe, ich bin nochmal zurückgegangen. Ja, genau, hier ist Sackgasse. Ich bin nochmal zurückgegangen und habe... Oh, seht mal her, da konnte ich... Ah, das habe ich... Oh, das habe ich tatsächlich gar nicht gecheckt, gesehen. Ich dachte, ich bin jetzt beim Händler. Hier ist ein Gegner. Hier sind mehrere. Oh, shit, drei Stück. Drei Stück sind stark. Zwei Stück sind ja schon stark, weil die Gegner sind im Moment stark. Machen wir Langfinger. Erstmal. Achso, sie ist geschwächt, Mist. So muss ich, glaube ich. Ich glaube, dann brauche ich einen Ultra-Move. Sicher ist sicher. Weil zwei haben wir zum ersten Mal schon bekämpft und die waren stark. Drei am Stück sind andere Haus. Deswegen einer weniger ist schon mal gut. Sie dort unten sollte mal klauen. Ah, sie ist immer noch geschwächt. Sie wird draufgehen, wenn es so weitergeht. Und es geht so weiter. Ah, geht vielleicht doch nicht so weiter. Easy. Aber erst Stress machen. Sylph-Armbinde. Das hört sich interessant an. Das müssen wir mal anschauen. Sylph-Armbinde. Was war die Taste? Das da. Gegen dieses Element. Wind, Widerstand, okay. Der gibt extra Leben. Ich könnte mir vorstellen, die sind besser als das da. Die schnelle Sandalen, dass sie immer als erstes drankommt, ist ein Brauch, meine Zwingt. Nimm lieber die Sylph-Armbinde. Klassenwappen. Woher kriege ich heiliges Wasser eigentlich? Weil wir haben schon... Ich habe nämlich versucht, seit dem letzten Mal hier ein bisschen dort oben aufzuräumen, das Board. Quest Goblin-Dilemma. Da man dafür 1000 A bekommt, gehe ich davon aus, das ist erst etwas, was man später noch machen muss oder machen kann, weil alles andere ist ja so 100 A. Finde ein Klassenwappen. Gefunden haben wir schon die Statue, aber uns fehlt das heilige Wasser. Hier genau, so schließt die Quest in den Mahlstrom ab und tritt der Abenteuergilde bei. Dass wir der Abenteuergilde erst später beitreten können, das weiß ich. 400 A, dann wird es wahrscheinlich in den Mahlstrom genauso später sein. Genau, hier sind ja auch alles so 400 A. Tatsächlich kann man so ein bisschen erkennen, welches Level welche Quest ist. Finde vergrabene Schätze. Ich habe gesucht, aber ich habe den vierten nicht gefunden. Ich weiß, in welchem Gebiet da noch einer sein müsste, aber ich habe nicht herausgefunden, wo. Beziehungsweise ich komme nicht in jedes Gebiet hin, glaube ich. Na gut, egal. So, wir sind gerade hier im Kotara-Gebirge. Sehen wir auch hier Gebirgsbibi. Steht kein Ort für ein glückliches Ende. Goldfeuchtwürmchen. Finde vergrabene Schätze, besiege Valley aus der Valley. Sehr viele Schatztruhen. Großteil der Umgebung. Ja, da müssen wir in jedes Gebiet rein, das ist machbar. Enge mit zwei Flügeln, Alphörnchen, das haben wir schon. Kotargebirge, finde ein Klassenwappen, auch hier gibt es eins. Gewinne einen Kampf gegen Hornechsen, ohne dabei Schaden zu erlangen. Oh. Ohne Schaden. Holla. Okay. So viel zu den Quests oder den Mini-Challenges. Da ist der Händler, von dem ich geredet habe. Der hat aber nichts Besonderes. Das Equipment ist auf unserem Niveau oder schlechter sogar. So, dann sind hier wieder Hornechsen, oder? Nein, die sind nicht respawned. Okay, alles klar. Gut. Hier haben wir das letzte Mal geendet. Jetzt gehen wir hier weiter. Wir haben keine großen Wahlmöglichkeiten, wo wir hingehen. Oh shit, sieht die groß aus. Das ist ein Medusenviper. Steriler Schleim, das lohnt sich ja gar nicht.
Ach du Schande, machen die Damage. Ich könnte mir schon fast vorstellen, dass wir hier nicht hin... Naja, wobei... Besiegen kann man die schon. Glaube ich. Aber ja, die machen einen Damage. Ja, wir waren halt nicht im Overdrive. Das war auch ein Problem. Jetzt im Overdrive sieht die Welt schon wieder anders aus. Da haben wir mehr Defense und so. Macht aber nichts. Macht absolut gar nichts. Wir machen sie einfach weg, diese Viper. Okay, vielleicht auch nicht. Achso, der ist noch nicht down. Na dann, dann sieht es machbar aus. Alle heilen. Jawohl. Okay, die haben es aber drauf. Oh, hier gibt es einen Schatz. Nach ganz unten, nach links oben oder nach rechts oben. Ja, diese Schätze suchen... ist vielleicht noch ein bisschen zu heftig. Wir brauchen noch den zweiten Hinweis. Ach, shit, 3 Stück von denen. Ja, sacre bleu. Da will ich gar nicht klauen, weil ich erstmal töten muss. Daneben ist er. Oh ja, daneben. Ja, ab in den Overdrive. Dann haben wir mehr Defense. Helfende Hand auf Sienna. Jetzt können wir stehlen. Jawohl, her mit den Knochen. Und stirb. Den Schwanz haben wir uns als Beute gegönnt. Brauchen nix. Das machen wir auch ohne. So, von dir hätte ich gerne auch die Knochen. Und jetzt stirb. Erst die Knochen klauen und dann sterben lassen. Auch hier habe ich die verwitterten Knochen. Dann halt nicht. Oh, Hornexen besiegt. Jawohl. Lange Feder. Oh, die brauche ich. Die brauche ich ja für viele Upgrades. Jetzt bin ich tatsächlich geneigt, zurückzugehen, weil das ist wirklich ein starkes Upgrade. Bei vielen Sachen der Waffen und so bräuchte ich jetzt eine lange Feder. Um weiterzukommen. Ich weiß nicht, ob ich... Normalerweise, ich sollte auch aufpassen nach Felswänden, die verdächtig aussehen, dass ich sie einrennen kann. Aber hier sind keine, das kann ich schon mal sagen. Das könnte jetzt gefährlich sein. Ich könnte jetzt vor mir... Das ist eine Brücke, da könnte irgendwas Zivilisiertes sein, ein Schmied oder so. Aber tatsächlich, ich reise zurück. Reise ich zurück? Ja, komm. Na, nein. Ja, das würde schon eine Verbesserung bedeuten. Na, vielleicht finden wir jetzt gleich noch einen neuen Schnellreisespot. Auf jeden Fall passiert was. Wir fallen runter ins Wasser. Unmöglich. Okay, ein Lager. Wie konnte darin so schnell so nah an der Grenze ein Lager richten? Indem sie schon vorher wussten, was in Farnsport passieren würde. Warum die langen Gesichter? Das sind doch gute Nachrichten. Sie können uns exkortieren. Oder töten. Halt! Die Brücke ist geschlossen. Kehrt rum! Ihr müsst uns durchlassen. Wir sind auf einer dringenden Mission. Unser Weg führt nach Tormund. Ich glaube, was dich hört, schlecht. Dieser Weg ist gesperrt. Verschwindet! Das Einzige, was hier bald verschwinden wird, ist eure Arbeit, Soldat. Ihr wisst wohl nicht, mit wem ihr hier redet. Ich bin Prinzessin Celestia Valkyria von Tarin. Aha, und das wollen wir euch glauben? Mich interessiert nicht, was ihr glaubt. Bringt mich zu eurem Offizier. Lasst ihn mein Geburtsrecht prüfen. Was ist das für ein Krach? Schickt diese Leute weg. Matty!
General, diese Frau behauptet, die verlorene Prinzessin Celestia zu sein. Bitte was? Ihr seht der Prinzessin in der Tat verdächtig ähnlich. Identisch ist das Wort, das ihr sucht. Vergebt mir mein Misstrauen. Es passiert eher selten, eine verlorene Prinzessin in der Wildnis zu finden. Also gestattet mir die Frage, wo ihr herkommt und wo ihr hinwollt. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Sagt nicht, dass wir Augenzeugen beim Bankett waren. Ich weiß. Die Menschen sprechen von einem neuen Krieg am Horizont. Ich wollte in dieser Zeit meinem Bruder beistehen. So, so. Ist das, was ihr wollt? Ihr wollt eurem Bruder doch nicht irgendwelche seltsamen Gedanken einpflanzen, oder? Was ich tue und was nicht, das geht euch nichts an, General. Dieser unnötige Krieg. Unnötig? Eskania hat Vertreter von Tarin und Gravos an diesem Abend hingerichtet. Ich selbst bin gerade so mit Haut und Haaren davongekommen. Ist der schändliche Tod unserer Landsleute nicht Grund genug für einen Krieg? Wagt es nicht, mich zu unterbrechen. Oder wollt ihr gar behaupten, ein Dämon hätte den Palast angegriffen, hat seinen Mund geöffnet und jeden verschlungen? Wer soll euch das glauben? Mein Bruder glaubt mir. So wie mir, als er mir den Befehl gab, einen Weg für einen neuen Krieg zu finden. Mein Bruder hat was? Es ist nicht ganz so gelaufen wie geplant, aber dieser zufällige Angriff dieses Monsters hat uns gewissermaßen geholfen. Euer Bruder wird seinen Krieg bekommen. Und was euch angeht, Prinz Frederik wäre sicher erfreut, euch zu sehen. Aber für Tarin seid ihr nutzlos. Wie könnt ihr es wagen, so mit der Prinzessin zu reden, General? Ihr könntet noch einen Nutzen für euer Heimatland haben. Der Prinz hat mir befohlen, jeden möglichen Grund für einen Krieg zu nutzen. Was wäre wohl die Reaktion der Menschen, wenn sie von der Ermordung einer Prinzessin Escanias hören würden, Ich habe es überprüft. Sie ist eine Hochstaplerin und das wird mit dem Tod bestraft. Tötet sie! Was? Einen Moment, General! Seid still! Ihr habt lange genug die Zeit des Generals verschwendet. Lasst keinen am Leben! Zeit, dass unser kleiner Felix ein bisschen Übung bekommt! Ach du Schande! Kleiner Felix. Ein Riese aus Baki! Die haben wir auch beim Kampf in Warnshire gesehen. Tarin hält sie wie Hunde. Dummerweise sehen nicht gerade zahm aus. Sehen sie nicht gerade zahm? In ihren Venen fließt das Blut der Berserker. Da haben wir keine Chance. Was passiert hier? Lynn! Rob! Ro? Eine einzelne Himmelsrüstung als Farnsport? Wenn sie die Prinzessin als Geisel nehmen... Das darf nicht passieren. Soldaten, holt die Magier! Gerade rechtzeitig. Ich sagte doch, ich schulde dir einen Gefallen. Ich bin ein Mann meines Wortes. Du bist der Beste, Ro. Vorsicht, Glenn. Er lügt. Lynn, pass auf! Prinzessin! Was stimmt nicht mit dir, Ro? Ich spucke auf die Ehre, wenn es darum geht, einen Krieg zu verhindern. Ich bin nicht hier, um meine Schuld bei dir zu begleichen. Es war besiegelt, als deine Lüge enttarnt wurde, Prinzessin Celestia. Entschuldigung. Was? Du kommst mit mir. Dieser Krieg muss aufgehalten werden. Meine neugeborene Tochter soll nicht noch mehr Blut vergießen und Hunger erleben. Nein, das wird sie nicht wird sich nicht wiederholen. Und genau deswegen will ich diesen Krieg verhindern, Ro. Wenn du mich entführst, hat mein Bruder jeden Grund, den Krieg nach Escania zurückzubringen. Aber wenn ich mit ihm reden könnte, dann... Schweig! Du weißt, dass dein Bruder nach diesem Krieg trachtet. Es führt kein Weg daran vorbei. Die Liebe zu deinem Bruder macht dich blind und führt uns in den Untergang. Die Liebe deines Bruders zu dir hingegen, die könnte uns einen Vorteil verschaffen. Wenn du wirklich etwas von Escania übrig hast, komm mit mir, Lynn. Ich bitte dich. Wenn ich dir folge, ist alles vorbei. Mein Bruder wird vor Wut rasen. Aber ich kann ihn beruhigen, Ro. Also mach den Weg frei. So sei es. Also mit Gewalt. Ach du Schande. Starker Laser. Wow, das ist ein Kampf, den wir nicht gewinnen sollen. Kann das sein? Das war ein starker Angriff. Wir gegen einen Mech ist ungewöhnlich.
Wobei, dafür, dass wir nicht gewinnen sollten... Ja, genau. Im Overdrive haben wir schon eher eine Möglichkeit. Und wenn wir noch debuffen... Und noch bestehlen... Kupferklumpen. Aim. Und mit Wasser besprudeln. Ja, wir werden hier runterfallen, stimmt's? Oder runterspringen. Ich bin mir sehr sicher. Ich muss mich regenerieren. Ich muss ihn bluten lassen, diese Maschine. Ich muss seine Rüstung brechen. Achso, die ist schon... Ja, stimmt ja durch den... Jawohl, wieder runter. Tauschen wir mal aus. Der hatte Stärke Wind. Okay, dann machen wir Erdtrommel. Einfach um wieder ein bisschen den Overdrive zu kühlen. Helfende Hand. Ja, der kann ja nix. Sterben kann er. Gegenhaltung. Was ist Gegenhaltung? Das ist nichts Gutes, oder? Gegenhaltung ist nichts Gutes. Aber ich mach trotzdem an. Konter Drohnendonner. Ich wusste es. Wow. Ich muss den Healer heilen. Nein, das gibt TP wieder. LP, halt große Mengen. Wir haben nur Snacks. Ja, das ist jetzt sehr schlecht. Ich muss sie austauschen. Ich bin overheated. Noch dazu. Ich brauche einen Snack. Okay, diese Kon... Ah, das ist ja der Konte. Ist ja... Unmöglich. Ich brauche trotzdem Snacks. Ja. Okay, jetzt leben wir zumindest alle wieder. Und schon ist es zu Ende. Ja, wir sind im Overheat. Ich komme nicht runter. Ich muss halt immer leben. Ja. Itemsnutzung hilft mir nicht. Ja, ich brauche sowas. Okay, helf. Alle heilen. Gut, wir sind wieder back in business. Ja, das ist gut. Wasser war seine Schwäche, ja. Wir leben wieder. Wir leben wieder. Gib mal einen Snack, Glenn. Okay. Erinnert ihr euch noch? Hinter uns sind vielleicht noch Gegner. Eigentlich. Also hinter uns geht's noch zur Sache. Ja, gerne. Energieleihe. Oh, das bräuchten wir tatsächlich. Nein. Magieren wird ausgetauscht. Gegenhaltung. Dann nutzen wir doch mal die Zeit. Sie soll tauschen. Mach mal Sprengfalle auf Kilian, genau. Oh, du kannst auch tauschen. Dann kannst du... Das ist gut. Nutzen wir einfach die Zeit ein bisschen. Abwehr. Lähmung. Minus Gegenhaltung. Gegenhaltung ist weg. Sehr gut. Powerschuss! Alle heilen. Alle verstärken. Okay.
Okay, das war... Naja. Besseres. Rob ist diesmal nicht der, der am dringendsten eine Heilung hätte. Ich überlege gerade. Vielleicht will ich auch einfach mal angreifen. Overheat. Nein! Oh ja, das ist gut. Das ist gut. Nicht nur, dass wir dann zurückkommen. Auch. Alle sind geheilt und haben TP-Regeneration. Ah, wir haben es geschafft. Lol. Er wird explodieren. Warum, Lee? Warum? Alle anderen wurden runtergesprengt und er springt einfach hinterher. Wessen Schicksal möchtest du folgen? Oh! Oh! Oh, das kenne ich aus Final Fantasy VI. Jetzt haben wir unterschiedliche Wege. Ja, fangen wir doch gleich mal oben an. Glenn und Linny. Die Wege teilen sich. Kannst du mich hören, Glenn? Geht es dir gut? Nee. Wo sind wir? Was ist passiert? Ro hat die Brücke unter unseren Füßen zerstört und hier sind wir gelandet. Die anderen? Verzeih, das weiß ich nicht. Entweder konnten sie sich selbst retten oder der Fluss hat sie noch weiter abgetrieben. Wir müssen sie finden. Nein, das wäre zu gefährlich. Aber Kilian! Matty wird den Fluss nach uns absuchen, glaubst du nicht? Wir müssen hier so schnell wie möglich weg. Sir Victor hat über eine Gaststätte geredet. Die Weiße Rose. Wir könnten dort auf den Rest warten. Das ist auf der anderen Seite von Cortara und wir sind nur zu zweit. Wie sollen wir das schaffen? Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht haben wir Glück und treffen die anderen auf dem Weg. Aber erstmal müssen wir hier weg. Du hast recht, Linné. Aber erstmal, wo sind wir? Ah, dorthin müssen wir. Und wo sind wir? Sind wir das? Zeigt es uns an, wo wir gerade sind? Das zeigt uns an, wo wir gerade sind, glaube ich. Aber wir haben erstmal hier ein neues Level up. So, alleine oben einen weiteren Punkt. Das ist dann Stats Booster. Weil die anderen Sachen bringen mir auf Dauer nichts. Auf Dauer bringen mir die Stats Booster was. Okay. In Zukunft... Moment, kann ich? Ich kann nichts wegmachen. Pro Treffer. Was ist denn Pro Treffer? Alle. Ja. Oh ja, das sind die Zauber auf alle. Hier haben wir die Single-Targets. Oh, das braucht sie alles. Drittes Auge erhöht den Schaden im nächsten Zug. Bis dann Abwehr und Psyche des Anwenders. Gibt überall ein paar so gute Sachen. All is one. Verbraucht alle TP, aber dann kann ich doch gar nicht mehr zaubern, oder? Gegen das Ziel. Das ist cool. Oh, mächtig. Egal. Schön. Und Glenn noch. Will ich den Ölhieb? Öl hinzufügen? Nee, wir nehmen auch hier Geschick. Plus 1. Okay. Die Wege splitten sich jetzt. Wir haben jetzt drei Teams. Wir haben einerseits die beiden, dann haben wir Sienna alleine und dann haben wir die anderen drei. Wohin wird uns die Reise treiben? Werden wir uns alle gemeinsam bei diesem Gasthaus wiederfinden? Oder werden wir alle untergehen? Das sehen wir beim nächsten Mal. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao. Bis zum nächsten Mal.